Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich muss jetzt schon lachen, weil ich den Inhalt dieses Videos eigentlich total amüsant finde. Denn gestern kam Folgendes. Im Livestream ploppte ein Fenster auf, was euch in den nächsten Tagen sicherlich auch erwartet, wenn ihr jetzt noch nicht gezockt haben solltet. Wenn ihr in eurer Lobby seid, seht ihr unten rechts immer so ein paar News. Und unter anderem kam dieses Fenster. Sag uns deine Meinung. Passt irgendwie genau zu dem Thema. Ich habe vor wenigen Tagen und auch Prise Salz ein Video rausgehauen, wo wir so ein bisschen uns ausgelassen haben, was sich alles ändern muss. Und dann kam dieses Fenster. Sag uns deine Meinung. Apex Legends bezieht die Community mit ein, will das Spiel verbessern, egal ob gut oder schlecht, sag uns einfach, was du denkst. Ihr scannt quasi mit eurem Handy, mit eurer Kamera den QR-Code, werdet auf eine Seite weitergeleitet, wo eine Umfrage gestartet wird. Nachdem ich im Livestream in großes Gelächter verfallen bin, wusste ich noch nicht, nachdem ich mir später die Umfrage genauer angesehen habe, dass ich mit meinem Gelächter leider mega, mega richtig liege, weil ich dann so nach ein paar Minuten überlegen dachte ich so, eigentlich eine geile Idee, endlich wird unsere Stimme gehört und wir können mal ein bisschen raushauen. Ich zeige euch gleich, was Inhalt der Umfrage ist. Ich möchte, und das kann ich mir einfach nicht verkneifen, euch meine Live-Reaktion vom gestrigen Livestream auf Twitch morgens so gegen 9 Uhr, ich möchte es euch einfach mal zeigen. Sag uns deine Meinung. Apex Legends bezieht die Community ein, um das Spiel zu... Alles klar. Zieht euch mal das rein, was mir Apex hier gerade reinschmeißt. Da muss ich direkt lachen. Das Team wüsste gerne, was du über die zukünftigen Inhalte denkst, egal ob gut oder... Ist das geil. Sag uns, was du denkst. Guck meine Videos, da weißt du, was ich denke. Hilf uns bei den Entwicklungen. Ist relativ eindeutig. Ich habe es erstmal für einen dämlichen Scherz gehalten und dachte dann hinterher, Mensch, eigentlich ist es geil, komm, fahr dich runter. Es ist eine coole Sache. Respawn und EA haben jetzt Bock. Es muss was passieren, weil die Zuschauerzahlen gehen überall runter, was Apex Legends betrifft. Das ist leider, leider sehr, sehr schade, auch wenn ich jetzt in den letzten Tagen vormittags in der Woche im Livestream tatsächlich ein bisschen Spaß im Ranked wieder gefunden habe. Das muss man tatsächlich sagen. Aber alles, was Richtung Nachmittag geht, wird dann wirklich mega, mega kompliziert. So, ich möchte euch jetzt mal zeigen, was der Inhalt dieser Umfrage ist. Und damit werdet ihr selber feststellen, dass das eigentlich nichts, aber auch wirklich fast gar nichts. Fast muss ich leider dazu sagen, weil inhaltlich geht es ein bisschen um Apex Legends, aber das meiste bezieht sich nicht auf Apex Legends, das werdet ihr gleich sehen. Wir starten, es ist auf Englisch, ist nicht weiter kompliziert. Frage Nummer 1, spielst du auch andere Modi außer Battle Royale? Ja, nein, weiß ich nicht, ist schon mal geil, wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich nicht, wozu ich Apex Legends spiele, davon mal abgesehen. Dann kommt ein Ranking bei Platz 2. Welches findest du am besten? 1, 2, 3, absteigende Reihenfolge. Kontrolle, Gunrun, Arenas habe ich genauso angeklickt. Du klickst zuerst das an, was du am geilsten findest, dann das zweite, dann das dritte, sollte klar sein. Ich habe Kontrolle, dann Gunrun, dann Arenas angeklickt. So weit, so gut. Dachte, Mensch, entwickelt sich in eine richtig coole Richtung, diese Umfrage. Dann steht hier, bitte erkläre dein Denken hinter deiner Auswahl. Von gut nach schlecht und so weiter. Ist jetzt auch noch nichts Spannendes, wo ich aber dachte, Mensch, ey, die haben richtig Bock drauf einzugehen, was unsere Meinung ist. Aber hier schreibst du einfach nur rein, warum findest du zum Beispiel Kontrolle besser als Gunrun? Warum die Reihenfolge so, wie du sie gewählt hast? Immer noch nichts Besonderes. Und jetzt kommt der Knaller. 80% der Umfrage bezieht sich auf diesen Spaß hier. Und zwar ist das nichts weiter. Das sind bestimmt 10, 15 Fragen, wo du so einen Slider hast, von gut nach schlecht. Du schätzt dich quasi als Spieler selber ein. Dort werden dir Fragen gestellt, wie zum Beispiel die erste Frage. Siehst du dich selbst als Gamer oder... Keine Ahnung, Gaming is something I do for fun. Du spielst halt manchmal aus Spaß. Dann kommt hier noch als zweite Frage, spielst du eher in deiner Freizeit? Oder als zweites daneben, schaufelst du dir einfach die Zeit frei, damit du zocken kannst? Das ist so ein Slider und je nachdem, wo der sich hinbewegt, schätzt du dich selbst so ein. Da kommen dann aber auch Fragen wie, spielst du lieber eher so, ich sag mal in Richtung Fantasy? Spielst du gerne Spiele, wo du deine eigene Welt kreierst? Oder... spielst du, um zu gewinnen oder kannst du auch verlieren und so weiter und so fort. Indirekt hat das so gut wie nichts mit Apex Legends zu tun, sondern es ist mehr oder minder eine Umfrage, wie schätzt du dich als Spieler ein, was für eine Art von Spieler bist du. Hier wird null drauf eingegangen, was ist deine Meinung zum Spiel, wie gut ist es, wie schlecht ist es, was müssen wir verbessern. Null.
Und das ist eine absolute Frechheit, weil wenn wir hier einfach mal, und damit ist dann die Umfrage vorbei, der Slider geht ganz, ganz weit runter, ich zeige euch jetzt tatsächlich nicht alle Fragen. Es fängt, wie gesagt, mega interessant an, aber wenn du dir diesen Text hier mal genau durchliest, denkst du dir, oh krass, meine Stimme findet jetzt Gehör, die Community kann jetzt was dazu beitragen, dass Apex Legends verbessert wird. Aber ich sehe in dieser Umfrage absolut keinen Spielraum für unsere Stimme. Und da frage ich mich tatsächlich, Alter, ey, Respawn, verarschen können wir uns selber. Also wenn er so eine Umfrage macht, was ich ja geil finde, tatsächlich. Ich habe auch im Livestream dazu aufgerufen, nachdem ich mich mit meinem Gelächter gefangen habe. Leute, das ist unsere Chance, komm, scannt das, macht die Umfrage mit. Aber keiner ahnte vorher, dass diese Inhalte eigentlich absolut interessenlos zu Apex Legends gehören. Also das passt für mich nicht zusammen. Die suchen einen Weg, uns zu fragen, was muss verbessert werden, aber inhaltlich passiert gar nichts. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Ich habe mich so gefreut auf die Umfrage, als ich das alles habe sacken lassen. Aber es ist alles andere als geil. Das ist so wie wir wollen, aber irgendwie haben wir keinen Bock auf eure Meinung, weil wir wissen es ja eigentlich und wollen uns das eigentlich auch gar nicht anhören. Aber sind wir mal ehrlich, EA und Respawn, die sind groß, die wissen, wo sie hingehen müssen, um unsere ehrliche Meinung zu sehen. Zum einen gibt es genug große YouTuber, die ihre Meinung kundtun. Auf Twitter und sämtlichen Netzwerken, keine Ahnung, kannst du dich da frei entfalten. Und da kann mir keiner von Respawn oder EA erzählen, was ist die wirkliche ehrliche Meinung von Apex Legends. Das ist leider so. Und hier möchte ich auch wieder betonen, dass das kein Hate gegen das Spiel ist von mir, weil das der ein oder andere sehr gerne mal bemängelt in meinen Videos. Es ist einfach der Punkt, dass ich das Spiel nicht aufgeben will, weil ich es so sehr liebe, aber es einfach nicht sein kann, dass es so sehr gefühlt den Bach runtergeht. Das ist einfach der Grund dahinter, dass man hier auch mal seine Stimme erheben muss und sagen muss, Alter, so geht es nun mal nicht weiter. Das hat mit Hate einfach mal nichts zu tun, weil wir alle einfach Bock haben, weiter Apex zu zocken. Gehe ich zumindest von aus. Ladies and Gentlemen, auf eure Meinung bin ich jetzt aber ganz gewaltig gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.